Der Titel zum Sequel von Godzilla Minus One ist nun anscheinend geleakt worden. Zumindest gibt es erste Indizien dahin, wie das Teil wirklich heißen könnte. Und darüber schwatzen wir jetzt mal ganz kurz und wir können sogar schon entnehmen, was der Titel ungefähr zu bedeuten hat. Ebenfalls gehe ich hier auf Aussagen von Toho selber ein. Das heißt, ja, es wird hier kleine Spoiler geben zur Fortsetzung von Godzilla Minus One. Die sind aber wirklich nur ganz gering, weil da ist ja noch alles relativ in den frühen Schuhen. Deswegen, nur dass ihr jetzt immer Bescheid wisst, es wird ganz kleine Spoiler geben. Viel Spaß mit dem Video. Beginnen wir vielleicht mal ganz kurz damit zu erklären, warum der Film überhaupt Godzilla Minus One heißt. Und viele meinen, naja, Minus One heißt der Film einfach, weil Godzilla 1 von 1954 hat ja 54 gespielt und der Godzilla Minus One spielt ja nochmal davor, deswegen Minus 1. Das stimmt nicht, nein, das war nicht der Gedanke dahinter. Außerdem spielt Godzilla Minus One, glaube ich, auch nur so die ersten 10 Minuten im Jahr 1945 und danach switchen die ein bisschen weiter nach vorne. Die ganze Nummer spielt immer noch vom allerersten Godzilla-Film. Der Grund, warum er allerdings Minus One heißt, ist der folgende, dass wir jetzt ja hier Japan nach dem Zweiten Weltkrieg sehen und Japan ist quasi nach dem Krieg auf Null runtergesetzt und naja, genau dann taucht eben Godzilla auf und schafft es dann eben noch, das Land, das wirklich am Abgrund steht, das eben wirklich auf Null runtergesetzt wurde, nochmal auf Minus 1 runterzusetzen. Das war der Hintergrundgedanke des Titels Godzilla Minus One und wir hatten schon mal in einem anderen Video drüber gesprochen, dass ein Sequel bereits bestätigt wurde. Die ganze Geschichte wird weitergehen. Godzilla Minus One war eben auch sehr erfolgreich. Man wird sich damit allerdings Zeit lassen. Das heißt, der nächste Film wird jetzt auf gar keinen Fall 2025 erscheinen. 2026 vielleicht sogar auch nicht. Wir müssen eben mal gucken, wie das Ganze jetzt läuft. Auf jeden Fall wurde eben bestätigt, ja, wir haben Interesse dran, die Nummer fortzusetzen. Wer hätte es auch gedacht, nach dem verdienten Oscar-Gewinn. Allerdings werden wir hier ein paar Sachen verändern. Unter anderem möchten wir jetzt hier nicht einfach nur Godzilla in den Fokus setzen, sondern ebenfalls noch einen zweiten Titan oder einen zweiten Kaiju, wie es eben im Original Japanischen heißt. Und da gab es dann schon die ersten Theorien, wer das sein könnte. Mothra ist schon gefallen, der Name. Könnte sein, da ja Mothra so das reine Wesen ist, ne, das ist ja so eine Manifestation, ich muss da immer an Phönix denken, so diese reine Seele, währenddessen ja dann Godzilla in Godzilla Minus One, ich würde nicht mal sagen, das ultimative Böse ist, aber quasi die Gefahr ist und dass die dann irgendwie aneinander geraten, das könnte sein. Dann sind auch noch andere Kreaturen wie Rodan im Gespräch gewesen, Anguirus aus dem zweiten Godzilla-Film war noch im Gespräch gewesen, Ghidorah habe ich auch schon gehört, das glaube ich aber nicht. Ghidorah passt, finde ich, nicht in so einen relativ geerdeten Film rein. Außerdem haben wir Ghidorah erst im Monsterverse bekommen. Jetzt können wir ruhig was Neues sehen. Toho möchte aber auf jeden Fall den nächsten Film einen Kampf von zwei Kaiju widmen. Unter anderem dann eben Godzilla aus Godzilla Minus One. Zumindest dem, der dann wieder reinkarniert. Der wiederbelebt wird. Wenn man Fremdworte nicht aussprechen kann, sollte man es nicht machen. Der Godzilla-Klumpen, der am Ende vom Film ja noch pulsiert, dass der wahrscheinlich irgendwie wiedererstellt wird. Und dann haben wir einen weiteren Kaiju, der eben gegen den kämpft. Das sind so die ersten Ideen, die Toho bis jetzt mal so in den Raum geschmissen hat. Es gibt noch kein Drehbuch, noch kein offizielles irgendwas. Das war aber auf jeden Fall die grobe Idee. Jetzt ist scheinbar der Titel so ein bisschen durchgesackert und der macht total Sinn. Und zwar stehen die Zeichen aktuell sehr gut, dass der neue Teil Godzilla Plus heißen soll. Also eben einfach nur Godzilla Plus und das macht total Sinn, wenn man sich das überlegt, was Toho eben auch selber so im Hinterkopf hat, wie die ganze Nummer ablaufen kann. Minus One, also Minus Eins, ist eben darauf bezogen gewesen, was im Film passiert, nämlich das Auftreten von Godzilla in einer Situation, wo ein Land schon auf Null runtergesetzt war. Quasi hat der Film jetzt hier so ein bisschen quasi die ganz grobe Grundprämisse mit dargelegt, relativ clever verpackt. Godzilla Plus jetzt soll dann darauf Bezug nehmen, dass wir eben einen weiteren Kaiju in dem Film bekommen, deswegen eben das Plus. Also das wird nicht Plus One sein oder ähnliches. Angeblich, das ist nichts Offizielles, soll es allerdings Godzilla Plus werden. Das sind jetzt so die beiden ersten Infos, die wir haben. Inwiefern das eintreffen wird, das werden wir dann mit der Zeit herausfinden. Also ein weiterer Titan soll mit dabei sein, ein weiterer Kaiju. Es ist schwierig. Die Toho-Fans wollen, dass man Kaiju sagt, die Monsterverse-Fans, dass man Titan sagt. Ihr wisst, was ich damit aber auf jeden Fall meine. Ein neuer Kaiju soll mit dabei sein und der Titel soll angeblich Godzilla Plus werden. Das sind jetzt so die ersten beiden Gerüchte, die aufgeflackert sind und
Ja, hört sich auf jeden Fall relativ plausibel an. Wenn das Ganze so eintreffen sollte, würde ich es auf jeden Fall nachvollziehen können. Jetzt ist wie immer deine Meinung gefragt. Was sagst du dazu? Bist du der Meinung, ja, Godzilla Plus finde ich einen coolen Titel? Hast du vielleicht noch andere Ideen, wie die Nummer heißen könnte? Schreib mir alle deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.